So, herzlich willkommen, liebe Freunde von Wudolf TV. Heute gibt es ein neues Video von Alex und seiner russischen Welt TV. Und da müssen wir uns natürlich unbedingt angucken und müssen mal schauen, warum der ukrainische Präsident Zelensky sich vor der gesamten Welt blamiert hat. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir springen direkt dorthin. Ich muss nur eben gucken, wie ich das wieder mache. Das und das. Ah, da sind wir schon. So. Kamera. Musik aus. Und es geht schon los. Aufgepasst, Freunde. Ja, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Ah, und auf meinem Kanal. Ist verkehrt. Ich muss erst das Video wechseln. So, da ist es. Ja, wir sehen ja schon. Allein auf dem Foto sehen wir schon. Was für ein schrecklicher Mensch der Herr Zelensky ist, ne? Der ist ja total verbittert. Los geht's. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu diesem weiteren Video. Dies soll jetzt einmal ein kurzer Nachtrag sein zu der ganzen Geschichte mit dem Raketeneinschlag auf dem Territorium von Polen. Dazu habe ich ja auch schon vor 2 Tagen ein Video gemacht. Und ich dachte eigentlich, als ich das letzte Video gemacht habe dazu, dass dieses Thema nun eigentlich erledigt sei. Irgendwie ist der Alex heute unscharf. Aber gut. Ist ja nicht schlimm, wir wollen ja nur hören, was er sagt. Dürfte. Aber dennoch gab es dazu doch eine ziemlich interessante Fortsetzung, beziehungsweise ein interessantes Nachspiel. Oh, ein interessantes Nachspiel. Ich habe schon seit 2 Tagen nichts mehr davon gehört. Aber der Alex, der hat was gehört. Wollen wir mal gucken. Nachdem nämlich so ziemlich alle im kollektiven Westen, also alle relevanten Vertreter... Alle im kollektiven Westen. Das ist wieder so eine echte Verschwörungstheoretiker-Formulierung. Alle im kollektiven Westen. Jetzt Vertreter von der polnischen Regierung, die NATO, Herr Biden unter anderem auch verkündet haben, dass es sich bei diesem Einschlag in Polen bekanntlich höchstwahrscheinlich um eine... Bekanntlich höchstwahrscheinlich. Ja, was ist es jetzt? Bekanntlich oder höchstwahrscheinlich? Diese Verschwörungstheoretiker, die haben es ja voll drauf, ne? Da kann man genau das hören, was man hören will. Entweder will man das bekanntlich hören oder man will das höchstwahrscheinlich hören. Aber bekanntlich höchstwahrscheinlich, was ist das? Ukrainische Rakete gehandelt hat, die, wie es heißt, vom Luftabwehrsystem kommt, also von der ukrainischen Luftabwehr. Behauptet ja nun der gute Herr Zelensky nach wie vor, dass es eine russische Rakete gewesen ist. Und das ist mal wieder. Alex, das ist schon Schnee von gestern. Ich weiß nicht, wann du das aufgenommen hast, aber der Zelensky hat mittlerweile gesagt, es kann durchaus sein, dass das eine ukrainische Rakete war. Aber egal, wir machen mal weiter. Wieder ein wirklich typisches Beispiel für einen Zeitpunkt, für einen Moment, wo man lieber seine Klappe halten müsste. Ja, wie man so schön sagt, Schweigen ist Gold. Ja, und das ist. Ja, Schweigen wäre manchmal besser, Alex. Da hast du allerdings recht. Aber das gilt nicht nur für den ukrainischen Staatspräsidenten. Wäre für diese Situation genau das Richtige. Vor allem ja, haben ja so ziemlich alle relevanten Vertreter des Westens gesagt, unter anderem, wie gesagt, NATO, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, Herr Scholz unter anderem auch und viele andere, die gesagt haben, dass auch wenn es eine ukrainische Rakete war, ist es trotzdem Russlands Schuld oder Russlands Verantwortung, dass es zu diesem Zwischenfall gekommen ist, weil Russland diesen Krieg angefangen hat und so weiter. Natürlich muss man hier dazu sagen, dass dieser Vorfall im Endeffekt trotzdem ein kleiner Image-Schaden für das Kiewer Regime gewesen wäre. Oh, ein kleiner Image-Schaden ist es gewesen.
dass die ukrainische Rakete auf den Westen gefallen ist. Ja, jetzt will ich aber wissen, warum. Zumindest jetzt in den Augen der westlichen Öffentlichkeit, also unter den normalen Leuten, sage ich mal. Ach, unter den normalen Leuten. Also unter den normalen wie mir oder wie ich es einer bin. Hat die Ukraine einen Image-Schaden erlitten. Weil sie... Warum? Warum hat der jetzt einen Image-Schaden? Jetzt will ich wissen. Ja, wenn auch vor allem auf unterbewusster Ebene. Und dazu kommt natürlich, dass dann auch eine gute Steilvorlage gewesen ist für die... Also auf unterbewusster Ebene. Ah, jetzt habe ich halt verstanden. Deshalb weiß ich davon auch nichts. Das ist wahrscheinlich, kommt das nur nachts, wenn ich schlafe. Dann träume ich von dem Selenskyj, wie er die Raketen auf Europa abschießt. Unterbewusst. In Anführungszeichen russische Propaganda. Ja, und ich habe diese Situation natürlich ebenfalls genutzt. Ja, das ist ja auch kein Geheimnis. Nee, das ist kein Geheimnis. Das ist ja sowas von sonnenklar, dass du jede Situation, die dir in irgendeiner Form geboten wird, benutzt, um mal wieder gegen die Ukraine oder die westlichen Eliten oder die westlichen Kriegsgegner zu feuern. Sind wir ja nie anders gewohnt von dir. Aber in ein paar Tagen... Spätestens wäre dieses Thema größtenteils gegessen. Die meisten hätten es vergessen, reimt sich sogar. Und dann wäre wahrscheinlich schon ein anderes Thema, was jetzt in den westlichen Medien... Die meisten hätten es vergessen, eigentlich. Alex, die meisten interessiert es schon gar nicht mehr. Deshalb musst du das ja auch wieder hier aufbrühen, weil sonst geht das ja viel zu schnell verloren. In deiner Zuschauerschaft, dann wissen die ja schon nichts mehr davon. Nee, nee, da müssen wir nochmal brühwarm aufbereiten hier. Kursiert wäre. Und hier hätte Selenskyj einfach, also nachdem jetzt rausgekommen ist, dass es höchstwahrscheinlich eine ukrainische Rakete gewesen ist, hier hätte er einfach sagen können, okay, wir haben zwar eine andere Vermutung, wir haben zwar nach wie vor die Vermutung, dass es eine russische Rakete gewesen ist, aber wir vertrauen unseren Partnern, unseren Freunden und warten erstmal die Ermittlungen ab. Und wenn sich doch dann irgendwie rausstellt, dass es ein Fehler von uns gewesen ist, dann entschuldigen wir uns natürlich dafür, das tut uns wirklich leid, aber Schuld... Das ist ja gut, Alex, dass du jetzt 3 Tage später genau weißt, was richtig gewesen ist. Das ist... Wie mit allen. Oder wie mit allem. Nachher weiß man immer alles besser. Aber zu dem Zeitpunkt dachte der ukrainische Präsident wahrscheinlich, dass es anders war. Warum nicht? Schuld hat dann trotzdem der russische Aggressor. Ja, genau das gleiche, was ja ziemlich alle anderen auch gesagt haben. Und wenn dann die Ermittlungen irgendwann komplett abgeschlossen wären, dann hätte er einfach in dieses polnische Grenzdorf irgendwie fahren können, dort irgendwie beispielsweise Blumen niederlegen, ja, dort irgendwie eine glühende Rede halten, den Familien, den Angehörigen der Toten irgendwie eine Entschädigungssumme anbieten, dass Selenskyj jetzt eine Entschädigungssumme für die bezahlt, ja, was sowieso der Westen aus seiner Tasche bezahlt hätte, ja. Also, ja, eine glühende Rede hätte er halten sollen und eine Entschädigungssumme anbieten sollen, die sowieso der Westen bezahlt. Alex, Mann, so durchsichtig kann man doch keine Propaganda machen. Das ist doch, ja, wie soll ich das sagen? Da machst du doch mehr mit kaputt, als wie du irgendwie andere Leute auf deine Seite ziehst. Mein Gott, das ist ja schlimmer wie in der Seifenoper hier. Und wie gesagt, eine herzzerreißende Rede dann irgendwie halten können über den russischen Aggressor. Und das hätte ihm
höchstwahrscheinlich beziehungsweise dem gesamten Kiewer Regime im Westen bestimmt auch irgendwie ein paar Sympathiepunkte irgendwo eingebracht. Aber hier... Ja, hätte dem ganz bestimmt, wenn er so eine glühende, herzzerreißende Rede gehalten hätte. Nee, Alex, der hätte sich einfach nur ganz normal, wie jeder andere Mensch, auch entschuldigen können dann. Er hätte dann gesagt, es täte ihm leid und sie versuchen es beim nächsten Mal zu vermeiden. Und dann wäre es auch gut gewesen. Na? So einfach geht das. Da brauchen wir keine glühende Rede und weiß der Geier was alles. In der Realität hat sich Selenskyj komplett gegenteilig dazu verhalten, hat sich auch aus seiner Sicht, aus Sicht des Kiewer Regimes, ein wirklich kontraproduktives Verhalten hier in dem Fall an den Tag gelegt, indem er nämlich ganz offen vor der ganzen Welt sozusagen einmal Biden, Polen, der NATO, also praktisch seinen Vorgesetzten, seinen Sponsoren, seinen Vorgesetzten. Alex, wir sind nicht in Russland. Hier im Westen hat ein Staatschef keinen Vorgesetzten. Er hat Partner, er hat Freunde. Er ist natürlich in diesem Falle von anderen Leuten abhängig. Aber einen Chef hat der ja nicht. Das gibt es nur in Russland, dass man da als regionaler, weiß ich nicht, wie man das da nennt, noch einen Vorgesetzten hat, der sich Putin nennt. Offen widerspricht, indem er weiter behauptet, dass es, wie gesagt, die Russen wären und indem er dann auch noch Zugang zu den Ermittlungen fordert, wo sich auch in dem Zusammenhang die Frage stellt, also vertraut er etwa seinen besten Freunden, seinen Partnern, in Anführungszeichen etwa nicht oder wie? Und was hast du mit deinen Anführungszeichenfingern in der letzten Zeit immer? Ist das dein neues Erkennungszeichen, dass du jetzt immer beide Hände nach oben nimmst und die Anführungszeichen andeutest? Also wir verstehen das Wort Anführungszeichen auch ohne, dass du die Finger dazu in der Luft nimmst. Auf diese Weise, durch dieses kontraproduktive Verhalten, vergrößert Selenskyj nur den Image-Schaden für das Kiewer Regime, indem er offen, wie gesagt, seinen Chefs, seinen Sponsoren, seinen Anführungszeichen besten Freunden widerspricht, indem er offen zeigt, dass er ihnen scheinbar nicht vertraut. Ja, was auf jeden Fall auch unweigerlich Risse in das westliche Bündnis verursachen wird. Oh ja, und zwar ein Riesenriss. In dem Riss, der ist so groß geworden jetzt, da könnte ganz Russland drin verschwinden, Alex. Hast du vergessen zu erwähnen? Und auch eine Kerbe entstehen lässt, die natürlich nicht nur die in Anführungszeichen russische Propaganda. Da war es wieder. Der Anführungszeichen. Sondern auch verschiedene Gegner des westlichen Kurses in Bezug auf die Ukraine, in Bezug auf Russland im Westen selbst, ja, wo sie natürlich auch gerne in diese Kerbe einschlagen werden. Ja, die schlagen aber auch immer in diese Kerbe. Da kann passieren, was will. Deine Freunde, unsere Verschwörungstheoretiker, unsere Reichsbürger. Und die alle eine andere Regierung haben wollen, die schlagen sowieso in jede Kerbe. Also dafür brauchen wir noch nicht mal eine Kerbe. Die schlagen auch einfach so drauf. Ja, diese Einladung nehmen natürlich alle, die daran interessiert sind, auch dankend an, inklusive auch. Inklusive auch, lass mich raten, inklusive auch meiner Persönlichkeit. Meiner Wenigkeit. Was aber noch viel schlimmer ist. Oh, was ist noch schlimmer? Sich auch wirklich verkalkuliert hat, dass er scheinbar diesen Vorfall nutzen wollte, um die NATO in den Krieg mit Russland reinzuziehen. Das nämlich aus einem Stellvertreterkrieg. Ach, jetzt haben wir einen Stellvertreterkrieg? Also das letzte Mal irgendwo hat er gesagt, es ginge bei dem Krieg nur darum, wer den meisten Land gewinnt hat. Achso, da ging es ja nur um Siege. Wer hat gesiegt und wer hat verloren? Ah ne, es ging um die Banditen und die Neonazis.
Dann ging es um die Grenzen von 1922 und das russische Gebiet, was zu dem Zeitpunkt existiert hat. Und jetzt ist es wieder der Stellvertreterkrieg. Och, Alex. Man weiß ja bald gar nicht mehr, wo man bei dir dran ist. Man entscheidet dich doch mal für eine Sache. Dann ist es halt einfacher, da im Ganzen mitzukommen. Aber wie ich das schon so oft gesagt habe, diese Verschwörungstheoretiker, die müssen ja jeden Tag was Neues erzählen, damit man spätestens am dritten Tag nicht mehr weiß, was eigentlich richtig und was eigentlich falsch ist. Auf dem Territorium der Ukraine zwischen Russland und der NATO ein tatsächlicher militärischer Zusammenstoß wird zwischen den Truppen der NATO und den russischen Truppen. Ja? Und das ist auch das, Alex, hast du nicht richtig verstanden. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Habe ich in deinem letzten Video zu diesem Raketenthema schon erzählt. Und auch der Zelensky, der in die NATO eintreten will, der hat bestimmt schon den NATO-Vertrag gelesen. Und da steht ganz eindeutig drinnen, dass die NATO nur ihr NATO-Territorium verteidigt. Und nicht die Ukraine, sondern erst, wenn Russland auf NATO-Gebiet versucht zuzugreifen. Hat die NATO auch schon 100.000 Mal erklärt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Zelensky so doof sein wird, um zu glauben, dass die NATO auf einmal ihre Meinung ändert. Ich finde es für sehr viele Beobachter im Westen selbst völlig offensichtlich, dass das das Ziel war. Oder ja, da waren sie wieder. Die sehr vielen Beobachter. Sehr viele Beobachter. Bin mal gespannt, ob er einen der Beobachter nennt, ob er einen Beweis dafür liefert, dass es sehr viele Beobachter sind. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, das passiert mal wieder nicht. Aber ist eben so bei Verschwörungstheoretikern. Das Kalkül war von Seiten Zelenskys und des Kiewer Regimes. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo die NATO und der Westen allgemein sehr empfindlich drauf reagiert. Ich habe auch schon sehr oft gesagt in meinen Videos, jetzt in Bezug auf die Kuba-Krise, beziehungsweise auf eine neue Kuba-Krise, und ich kann mich hier in dem Zusammenhang nur wiederholen. Also da mit der Kuba-Krise, das kommt ja auch fast in jedem Video vor. Ich habe ehrlich gesagt noch immer nicht verstanden, was denn die neue Kuba-Krise sein soll. Also die alte Kuba-Krise, da war es so, dass Russland versucht hat, in Kuba Atomraketen gegen Amerika zu stationieren. Und die Amerikaner, die haben ganz schwer mit ihrem Militär gerasselt und den Russen quasi gezwungen, die Raketen aus Kuba wieder abzuziehen. So. Das war die frühere Kuba-Krise. Oh. Aber was ist denn die neue Kuba-Krise? Das habe ich schon nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht kommt das ja noch. Dass niemand im Westen bereit ist, seine eigene Existenz, seine eigene Unversehrtheit zu riskieren und zu gefährden für die Ukraine. Ja, also Waffen liefern, immer gerne. Irgendwie Geld bezahlen für den Kampf gegen die russische Armee, immer gerne. Aber selbst kämpfen kommt auf keinen Fall in Frage. Das ist ja, Alex, hast du recht. Kein westlicher, normaldenkender Mensch hat Lust, in den Krieg zu ziehen. Unabhängig davon, ob der für die Ukraine ist oder selbst wenn es um die NATO ginge, hätte im Westen, so glaube ich jedenfalls, keiner Lust, in den Krieg zu ziehen. Und übrigens, du hast auch keine Lust, für Russland in den Krieg zu ziehen. Du stellst dich lieber hier hin und spielst den Propagandaminister. Könntest auch an die Front gehen
und was für dein Vaterland tun. Aber tust auch nicht. Komplett Fehlanzeige. Allein ja schon wirtschaftlich hält sich ja die Opferbereitschaft der westlichen Gesellschaft durchaus in Grenzen. Vor allen Dingen auch dann, wenn das dann an den eigenen Geldbeutel geht. Und da kann natürlich davon die eigene Existenz, die eigene Unversehrtheit zu riskieren, wie gesagt, für die Ukraine, davon kann natürlich auch keine Rede sein. Und das ja, Alex, so ist das. Die westlichen Staaten, und ich rede jetzt mal nur für Deutschland, die Deutschen, die wollen nicht für die Ukraine in den Krieg ziehen. Die wollen ihr Leben nicht für die Ukraine aufs Leben, was habe ich jetzt? Die wollen nicht ihr Leben für die Ukraine aufs Spiel setzen. So ist es. Aber du willst doch nicht mal für dein eigenes Vaterland dein Leben aufs Spiel setzen. Das ist doch viel schlimmer. Das ist auch die größte Angst im Westen, dass eben ein solches Szenario irgendwie entstehen könnte. Und das wird sicherlich auch bei großen Teilen der herrschenden Klasse im Westen immer mehr die Frage aufwerfen, wie zurechnungsfähig das Kiewer Regime und Selenskyj persönlich überhaupt noch sind. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie mit sowas auffallen. Vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen besser gesagt, hat ja Selenskyj bereits öffentlich gefordert, dass die NATO einen atomaren Präventivschlag durchführt gegen Russland. Ja, und damit eben einen Atomkrieg, einen dritten Weltkrieg auslöst. Ja. Dazu kommt ja auch, gut, das betrifft jetzt in dem Fall weniger die westlichen Eliten, die wissen sowieso über alles. Da war es wieder. Die westlichen Eliten. Wer redet denn so? Also normalerweise sagt man, die westlichen Staatschefs, die Politiker, die weiß ich was. Aber die einzigen, die immer von den westlichen Eliten sprechen, müsst ihr euch alle merken, das sind die Verschwörungstheoretiker. Die alles viel besser wissen. Und die auch genau wissen, dass wir alle nur manipuliert werden von diesen westlichen Eliten. Wer sind denn die westlichen Eliten? Irgendwie weiß ich es immer noch nicht. Ist es der Bill Gates? Oder wer ist es? Wer sind die westlichen Eliten? Ich würde es gerne mal wissen. Aber ich kriege es irgendwie nicht raus. Schade. Bestens Bescheid, sondern vor allen Dingen die normalen Menschen, vor allen Dingen jetzt auch im Westen. Und zwar die Frage, wie glaubwürdig Selenskyj überhaupt noch ist. Weil wenn er hier schon, wo es überhaupt eigentlich keine Notwendigkeit dafür gab, wenn er hier schon versucht zu lügen und falsche Behauptungen aufzustellen, die Fakten zu verdrehen, wie glaubwürdig sind vor diesem Hintergrund die sonstigen Behauptungen, die das Kiewer Regime und Selenskyj so an den Tag gelegt haben in den ganzen letzten Monaten, was die Russen, was Russland nicht alles Schlimmes so getan hat. Ja, weil einmal ein Lügner, immer ein Lügner. Ja, Alex, hast recht. Einmal ein Lügner, immer ein Lügner. Und einmal ein nicht die Wahrheit sagender, immer ein nicht die Wahrheit sagender. Ja, was soll ich dazu sagen? Kannst du dich mit Selenskyj in eine Badewanne setzen? Könnt ihr zwar schön unterhalten. Könnt ihr euch gegenseitig das Gelbe vom Ei erzählen. In diesem Sinne, abonniert meinen Kanal, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ja, genau. Abonniert meinen Kanal, damit ich euch noch mehr von den Unwahrheiten erzählen kann. Naja, gut, was soll ich sagen? Wenn man als russische Welt-TV nichts mehr Neues aus Russland erzählen kann, weil da gibt es ja nichts zu erzählen, außer, dass es immer wieder neue Niederlagen gibt und man sich immer weiter hinten eingräbt, ja, da kann man ja nur gegen die westlichen Eliten und gegen die Ukraine schimpfen, ne? Was soll man auch anders machen? Irgendwie muss man seine Sendezeit ja voll kriegen.
Okay, liebe Leute. Es war wie immer mal wieder ein erheiterndes Statement von unserem russischen Propagandaminister aus Deutschland. Ja, was soll ich als Fazit sagen? Leute, meldet euch freiwillig für die Ukraine an der Front. Freut euch darauf, für die Ukraine kämpfen zu können, weil der Alex muss für sein Russland auch nicht kämpfen. Braucht er nicht. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Und tschüss. Tschü. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu diesem weiteren Video. Ach, habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ich wollte die Musik anmachen.